Willkommen beim Screencast Erstellen einer Valenzstrichformel. Um zu einer Valenzstrichformel für ein bestimmtes Molekül zu kommen, sind verschiedene Schritte notwendig. Der erste ist, die Anzahl der Valenzelektronenpaare ermitteln. Dazu wird zunächst die Gesamtzahl der Valenzelektronen berechnet, das heißt die Summe der Valenzelektronen aller beteiligten Atome. Für geladene Moleküle gilt es noch Folgendes zu beachten. Negative Ladungen werden zur Zahl der Valenzelektronen addiert, positive Ladungen werden subtrahiert. Die Summe der Elektronen wird am Ende noch halbiert. Man will ja schließlich Valenzelektronenpaare zeichnen. Dies soll nun gezeigt werden an drei Beispielen. Ein Ammoniakmolekül, ein Kohlenstoffdioxidmolekül und ein Sulfationmolekül. Für das Ammoniakmolekül gilt, Stickstoff hat 5 Valenzelektronen, die drei Wasserstoffatome haben insgesamt 3 Valenzelektronen, das heißt in der Summe sind 8 Valenzelektronen im Molekül, das heißt 4 Paare. Beim Kohlenstoffdioxidmolekül, Kohlenstoff hat 4 Valenzelektronen, die beiden Sauerstoffatome zusammen 12, das heißt 16 Valenzelektronen, also 8 Valenzelektronenpaare. Das Sulfation, Schwefel, steht in der sechsten Hauptgruppe, hat als einzelnes Atom also 6 Valenzelektronen, die 4 Sauerstoffatome haben zusammen 24 Valenzelektronen und die zweifach negative Ladung muss addiert werden. Das heißt, es kommen 2 Valenzelektronen dazu, man hat in der Summe also 32 Valenzelektronen. Das heißt 16 Valenzelektronenpaare. Als nächstes überlegt man sich die rechtwinklige geometrische Anordnung der Atome. Dabei gilt es ein paar Dinge zu beachten. Zunächst, Wasserstoffatome werden immer als Randatome gezeichnet, da sie maximal einbindig sind. Halogenatome werden meist als Randatome, also endständig, gezeichnet. Und in einem Molekül gibt es keine Sauerstoff-Sauerstoff-Bindung. Außer man hat das Sauerstoffmolekül, also O2, das Ozonmolekül, O3, oder Wasserstoffperoxid, H2O2. Mögliche Anordnungen, die man sich überlegen kann, sind bei 2 Atomen logischerweise die beiden Atome nebeneinander zeichnen. Gleiches gilt für 3 Atome, die werden auch in einer Reihe gezeichnet. Bei 4 Atomen ist die häufigste Variante eine abgewinkelte. Ein zentrales Atom und 3 Atome, die das Zentrale umgeben. Bei 5 Atomen auch hier die häufigste Variante mit einem Zentralatom und 4 umgebenden Atomen. Sehr selten sind die Möglichkeiten, dass 4 Atome bzw. 5 Atome in einer Reihe stehen. Jetzt wieder unsere konkreten Beispiele, das Ammoniakmolekül, das Kohlenstoffdioxidmolekül und das Sulfation. Das Ammoniakmolekül hat 4 Atome, also nehmen wir zunächst mal diese Variante an. Die Wasserstoffatome müssen am Rand stehen, also wäre das die erste Möglichkeit, die Atome anzuordnen. Und das ist auch die richtige. Beim CO2, 3 Atome in einer Reihe, es dürfen keine 2 Sauerstoffatome nebeneinander stehen, das heißt OCO als räumliche Anordnung. Und beim Sulfation hat man 5 Atome. Wir gehen wieder von der häufigsten Variante aus, also mit einem Zentralatom. Beachten wieder, dass keine 2 Sauerstoffatome nebeneinander stehen und kommen somit zu einer Anordnung. Zentral das Schwefelatom und die 4 Sauerstoffatome außen herum. Besteht ein Molekül aus mehr als 5 Atomen, kommt es zur Kombination der verschiedenen Anordnungen. Dabei werden einfach mehrere Atome als Zentralatome gezeichnet. Der dritte Schritt
ist das Entwickeln der Valenzstrichformel. Dabei gilt es, vorhandene Valenzelektronenpaare, also die im ersten Schritt berechneten, so als bindende und freie Valenzelektronenpaare einzuzeichnen, dass alle Atome von 8 Valenzelektronen umgeben sind, also Edelgaskonfiguration haben. Die Ausnahme dazu bilden die Wasserstoffatome. Sie sind nur von 2 Valenzelektronen umgeben, einbindig. Doppel- und Dreifachbindungen sind möglich und Kohlenstoff- und Siliziumatome haben nur in 2-atomigen Molekülen freie Valenzelektronenpaare. Wir kommen wieder zu unseren drei Beispielen, dem Ammoniakmolekül, dem Kohlenstoffdioxidmolekül und dem Sulfation, mit der zuvor überlegten räumlichen Anordnung der Atome. Für das Ammoniakmolekül haben wir insgesamt 4 Elektronenpaare berechnet, das heißt, um die 3 Wasserstoffatome an das Stickstoffatom zu binden, sind 3 von 4 Elektronenpaaren verbraucht. Die 3 Wasserstoffatome haben damit allerdings auch schon Edelgaskonfiguration. Es bleibt für das Stickstoffatom ein freies Elektronenpaar übrig. Für das Kohlenstoffdioxidmolekül haben wir 8 Valenzelektronenpaare berechnet. Diese werden so verteilt, dass jedes Sauerstoffatom 2 freie Elektronenpaare hat und dann zwischen den beiden Sauerstoffatomen und dem Kohlenstoffatom jeweils eine Doppelbindung vorliegt. Und somit kommt jedes der 3 Atome zeitweise auf 8 Valenzelektronen. Das Sulfation, da haben wir berechnet, dass insgesamt 16 Valenzelektronenpaare vorhanden sind. Wenn wir davon ausgehen, dass jedes Atom 4 Valenzelektronenpaare braucht, ergibt sich, dass jedes Sauerstoffatom insgesamt 4 Valenzelektronenpaare braucht. 4 mal 4 ist 16, das heißt, das Schwefelatom kann kein freies Elektronenpaar haben. Die Verteilung sieht so aus. Jeweils 4 Einfachbindungen und 3 freie Elektronenpaare an den Sauerstoffatomen. Alle 5 Atome haben Edelgaskonfiguration, zeitweise. Die zweifach negative Ladung wird auch im Molekül in der Valenzstrichschreibweise dargestellt, und zwar mit Hilfe einer angedeuteten eckigen Klammer. Somit ist signalisiert, dass in dem ganzen Molekül ein Elektronenüberschuss von 2 Elektronen vorhanden ist. In einem letzten Schritt wird die Valenzstrichformel auf Formalladungen überprüft und gegebenenfalls deren Anzahl minimiert. Das heißt, das Ziel ist eine Valenzstrichformel mit möglichst geringer Anzahl an Formalladungen. Um die Formalladungen zu überprüfen, werden zunächst die Bindungen gedanklich halbiert und die Elektronenanzahl an jedem Atom bestimmt. Es folgt ein Vergleich der Elektronen mit den Elektronen laut Periodensystem. Die Differenzen werden als Formalladung angegeben. Dabei gilt, dass Elektronenmangel am Atom eine positive Formalladung ist, ein Elektronenüberschuss am Atom eine negative Formalladung. Wir betrachten wieder unsere 3 Beispiele, das Ammoniakmolekül, das Kohlenstoffdioxidmolekül und das Sulfation. Beim Ammoniakmolekül, wenn wir die Bindungen gedanklich halbieren, hat das Wasserstoffatom oder jedes Wasserstoffatom ein Valenzelektron und das Stickstoffatom 5. Somit treten in dieser Valenzstrichformel keine Formalladungen auf. Sie ist also korrekt. Beim Kohlenstoffdioxidmolekül, wenn wir die Doppelbindungen trennen, hat jedes Sauerstoffatom 6 Elektronen, wie auch im Periodensystem, das Kohlenstoffatom 4 und somit treten auch hier keine Formalladungen auf. Würde man das Kohlenstoffdioxidmolekül auf diese Art und Weise zeichnen, nämlich mit einer Dreifachbindung und einer Einfachbindung, würde man Formalladungen erhalten. Das rechte Sauerstoffatom hat 7 Valenzelektronen, das linke 5, das Kohlenstoffatom 4.
Also keine Formalladung am Kohlenstoffatom, eine positive Formalladung am linken Sauerstoffatom, eine negative am rechten. In der Summe müsste man die Valenzstrichformel verbessern und schließlich bei dieser Art ankommen. Beim Sulfation, wenn man die Bindungen gedanklich halbiert, kommt jedes Sauerstoffatom auf 7 Valenzelektronen, das Schwefelatom auf nur 4. Es treten also eine ganze Menge an Formalladungen auf. Eine negative an jedem Sauerstoffatom und 2 positive am Schwefelatom. Es gibt allerdings keine bessere Möglichkeit, dieses Molekül zu zeichnen, also ist diese Formel die richtige. Zum Abschluss des Screencasts folgen ein paar Übungsbeispiele. Diese können gerne selbstständig erarbeitet werden. Die Lösung folgt nach einer kurzen Pause.